Fahrersitz drehen. So. Der Rico fehlt. Willkommen bei Abgefahren. Heute zu einem der letzten Offroad-Tage in den beiden Star Wars-Kulissen. Vielleicht kennt jemand die Hintergrundkulisse hier, ne? Und der erste kommt schon, der Dani und die Franziska und die Dani. Wie war es für euch die Tage hier, ne? Die Tage waren super, sie waren lehrreich, hat uns echt Spaß gemacht. Wir schwitzen wie die alten Hunde. Macht so. Vorwild 24 baut euch jetzt euer Auto und dann können wir nochmal angreifen vielleicht. Genau, dann versuche ich den Iceman tatsächlich so durchzusetzen. Da freuen wir uns schon drauf auf den Iceman. Ne? Schön, dass ihr dabei wart. Grüße an die Franziska. Gute Fahrt. Okay. Der Willi, unser Wiederholungstäter. Immer wieder gern gesehen. Auto, was wir gebaut haben vor einigen Jahren schon. Und was sich wirklich bewährt hat. Ne? Auch der Willi, Renate und Uwe hier in dieser wunderschönen Kulisse am letzten Tag im Offroad-Bereich einer wirklich abgefahrenen Veranstaltung. Wir hatten alles, ne, oder? Wir hatten auch wieder mal Willi, Berge, Spezialmanöver. Ja, Willi will es wissen. War einfach so. Willi will es halt immer wissen. Ne? Beim letzten Mal waren es die Reifen, diesmal war es eigentlich so ein leichtes Wegrutschen an der Düne. Ne? Ja, genau. Der Sand war einfach zu weich und die Düne ist hinten weggerutscht, war schon kein schönes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es aber immer gut, dass ihr für Sondereinlagen mit dabei wart. Der Willi hat sich jetzt schon richtig bewegt. Wie viele Kilometer war der damit schon unterwegs jetzt insgesamt? Oh, über 40.000 jetzt. Hat sich bewährt, ne? Jawohl, absolut. Richtig schön, stabil, solide. Nicht der schnellste, aber dafür richtig sicher und stark. Willi wird schon machen, wie im richtigen Leben. Schön, dass ihr dabei wart. Gute Fahrt, wir sehen uns dann gleich. Ciao. Tschüss. Ja, der Det und die Petra im wunderschönen Grün. Ich kann nur den Rahlton sagen, ich weiß gar nicht genau den Namen. Jetzt müssen wir den Det gleich mal farben. Rahl-Sondertabelle 160, 60, 10. Die Leute fragen wirklich, was ist das für eine Farbe, ganz ausgefallen. Grüßt euch, ihr zwei. Was ist das nochmal für eine Farbe? Wie heißt sie? Rahl 160, 60, 10 und wie nennt man sie? Nicht verraten. Aber wir sollen sie nicht verraten, Entschuldigung. Wie heißt sie? Schiefergrün. Schiefergrün, wunderschönes Auto. Du, ihr habt jetzt zu den Schwören gehört. Das Auto hat sich aber echt gut bewährt, oder? Hat sich toll geschlagen, wirklich absolut ruhig, zuverlässig und im Gelände echt eine Wucht. Ja, ihr seid zu richtigen Pistensäulen geworden die letzten Tage, muss ich sagen. Ne? Also, mir hat es viel Spaß gemacht. Gute Heimfahrt. Wir sehen uns heute Abend noch, denke ich. Und abgefahren. Jo. Ciao, abgefahren. Ja. Der Det und die Petra mit einem Axor 1829, ehemalig von der Bundeswehr. Haben wir gebaut zu den letzten zwei Jahren in verschiedenen Schüben. Innosoft Bauer das selber gemacht. Und jetzt kommt Tina und Tobi mit dem wunderschönen 1428 AF Automatikgetriebe, ZF-Automat drauf mit Retarder. Wunderschönes Auto, ne? Der Tobi ist ja auch schon ein bisschen erfahren und die Tina auch, ne? Ja, guck mal, der weiß auch, was sich gehört, ne? Der macht die Maschine aus, wenn es um Sprechen geht, ne? Grüß Gott, jawohl. Tobi, wie fandest du so? Super. Erstes Mal Wüste, erstes Mal Nordafrika für mein Fahrzeug und einfach traumhafte Kulissen hier, wunderschöne Sonnenunteraufgänge, fantastisch. Auto hat sich ja super bewährt, du warst top immer einer von denen, der vorne war, ne? Muss man wieder mal sagen. Hast ja auch natürlich schon eine gewisse Fahrroutine, du bist ja schon einige Tage mit unterwegs. Wie viele Kilometer, weißt du es genau? Bestimmt schon 30, oder? Genau sagen, ja, jetzt schon über 40.000. Ja, ne, dann bist du schon richtig mittendrin. Ne? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben angeregte Unterhaltungen gehabt, schöne Abende gehabt. Wir haben ja auch alles dabei gehabt, was notwendig war, um gewisse Workshop-Themen zu simulieren. Ne? Auch im gesundheitlichen Fall hat man ein bisschen Spaß hier. Hat Spaß gemacht, fand ich super. Die ganze Sache soll ausbaufähig sein. Und ich hoffe, dass wir vielleicht gemeinsam da irgendwo mal schöne Dinge weiter durchstarten können. Ne? Ich wünsche uns noch einen schönen Abend. Wir sehen uns ja heute noch und eine gute Fahrt für euch nach Hause. Und es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ne? Macht's gut. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.